Was? Wie soll ich denn jetzt hier noch? Hier. Ich hab die Crocs gefunden. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Spore. So, wir machen uns sofort mal eben auf den Weg in Richtung Takarigua. Nenn ich das jetzt einfach mal. Takarigua kennt ja vielleicht jemand aus Risen. So, dann hier, danke für 80.000. Habt ihr hier noch was? Nö, will ich nicht. Obwohl, warte mal. Die werden wir sowieso überall für den gleichen Preis los. Dann können wir die hier auch mal gerade sämtliche verkaufen. Was wollen wir denn damit? Spammt uns nur das Inventar zu. So. Scheiße. Gut. Dafür haben wir immer noch zu wenig Handelsrouten. Doch, das ist gut so. Dann. Simos, genau. Da unsere Tiere loswerden, die wir noch in unserem Frachtraum drin haben. Genau, die drei hier. Die muss ich jetzt sanft runterbeamen. So. Ich auch noch. Und du kommst ein bisschen weiter weg. Alles klar, ich kann jetzt verbesserte Kolonien errichten. Was heißt denn das? Kolonieplaner. Design ein neues Gebäude. Ne, will ich nicht. Ach, ich kann hier einfach noch eine Kolonie machen. So ist das gedacht. Ach so. Ja, wir haben sogar noch eine. Da machen wir das doch direkt. Und zwar... Gucken wir mal, dass es ein bisschen weg ist von unserem anderen Nachbarn. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? In unserer Stadt stehen Bäume. Jetzt stehen da überhaupt keine Bäume mehr. So, jetzt müssen wir noch die Temperatur erhöhen. Dafür hatte ich doch was, genau. Meteoritenhagel, den ich hier einsetzen wollte. Die Temperatur wird um einiges erhöht, hoffentlich. Und wir müssen ein kleines bisschen die Atmosphäre senken. Aber wirklich nur ein bisschen. So, das reicht schon. Und dann erhöhen wir die Zufriedenheit der Bürger. So, das reicht. Alles klar, wir haben Terraformer 1 Plakette erhalten. Eins? Eins? Oh. Sind aber ganz schön schlecht drin. Was ist das denn? Höhenchirurg. Chirurg. Chirurg natürlich. Das habe ich schon wieder vergessen natürlich. Ach, Terraformer. Ja, nice. Zehn Reiche, gibt es überhaupt so viele? Beginne 6 Kriege, gibt es überhaupt so viele? Nee, wir brauchen noch 21 Plakettenpunkte. Das sind aber viele. Natürlich egal, wir wollen das natürlich schaffen. Und zwar, gucken wir mal, was uns im Moment am meisten bringt. Gar nichts. 2 Plakettenpunkte, 6 ist nicht so schlecht. 4, 6, schon wieder... 50 Werkzeuge kaufen. Das 10 ist natürlich extremst nice. Ja, das haben wir jetzt schon voll. 150 planetare Form- und Bemalungswerkzeuge. 40 Liefermissionen. Ja, das bringt 8 Plakettenpunkte. Das können wir eigentlich mal machen. Das Problem ist, dafür brauchen wir 7 Liefermissionen. Goldesel. Verdiene 5 Millionen Spore-Dollars. Hammer. Wir haben gerade mal 580.000. Ja, es bringt auch 10, das ist auch viel.
Ja. Verteidige 10 Freunde. Haben wir jetzt die Hälfte geschafft. Reinigungskraft. Meistere 10 Ausrottungsmissionen. 20 Artefakte. Oh Gott, ey, das wird aber nochmal richtig schwierig. So, was brauchen wir eigentlich? Warte, wir können hier eine neue Mission beobachten. Ich glaube, ich beobachte die hier mal nicht, weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz für unsere neuen. Was? Eine Kong-Kreatur. Das ist übrigens eine Liefermission. Vom Planeten Rudy. Da. Der Planet Rudy ist unbeansprucht, hat aber einen Terra-Score von 3. Das ist nicht allzu schlecht. Ja, hier unten ist direkt einer. Oder da vorne. Ich will auch nur eine. Ein Baby. So, wir nehmen hier natürlich direkt Pflanzen mit. Für unseren Heimatplaneten. Ich glaube, das ist eine kleine hier. Das Turtokrei. Ey, schon wieder. Und hier ist noch eine mittlere. Vielleicht nehmen wir auch noch einen Pflanzenfresser mit. Noch einen. Wir nehmen einfach den hier. Was ist das denn gewesen? Ein Allesfresser? Okay. Und ja, dann nehmen wir noch einen Pflanzenfresser. Wo ist denn der? Die roten da? Ups. Ich glaube, da ist gerade einer gestorben. Egal. So, wir haben auf jeden Fall genug für unseren Planeten. Erstmal für ihre Mission hier. Die Mission des X-Plix-Reiches. So, und zwar möchte ich mit euch das hier nehme ich direkt mal mit. Das ist ja immer noch wunderbar billig bei diesem Reich. So, einmal kurz aufladen. Ansonsten nichts weiter. Simos. Da werden wir jetzt den Terra-Score auf 3 erhöhen. Da wir hier 6 haben. Ja, nice. Kommst nach hier. Mittlere Pflanze hier hin. Kleine Pflanze. Oh. Am Arsch habe ich die jetzt ins Wasser geworfen. Scheiße. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, scheiße. Egal. Da müssen wir halt noch eine mittlere und eine kleine von einem unserer anderen Planeten holen. Scheiße, ne? Ist natürlich nicht allzu schlau, so zu machen. Natürlich kommen wir helfen. Ich freue mich schon drauf. Na, scheiß drauf. Wir machen das einfach. Hat auch einen Terra-Score von 0. Könnte man auch nochmal erhöhen. So, dann Piraten. Hier, Bobs. Wo seid ihr denn? Ah. Na gut, das hat jetzt wirklich nicht allzu lange gedauert. Vor allem sind diese Flotten, die Piraten, das ist einfach nur nervig. Das ist nicht mal schwierig. Vor allem muss man es dauernd machen. Ach, das war noch einer gewesen. Ja, haben wir geschafft. Mal sehen, ob die noch eine Mission haben. Ach, schon wieder der mit seinen Millionen. Ja.
Weh, kurzer Leck. So. Und die Atmosphäre hier müssen wir gar nicht allzu sehr verändern. Obwohl, die Atmosphäre müssen wir sehr verändern. Ich hatte gedacht, die Temperatur müssen wir nicht so viel verändern. Ich dachte, die Temperatur müssen wir mehr verändern. So. Machen wir hier einfach ein paar viele Wolken hin. Ja, wann tritt der Kreis in den Kreis ein? Ja. 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 Machen wir noch weiter. Pflanzen haben wir jetzt natürlich keine dabei. Machen wir noch, bis der im zweiten Ring ist. Gut, das reicht erstmal. Unsere Energie ist auch fast leer. Wir müssen ja noch zum Totok-Reich sie glücklich machen. Gut, ich denke, das Totok-Reich, das machen wir jetzt mal schnell und dann nehmen wir wahrscheinlich da direkt vom Planeten die Dings mit. Gehen wir doch einfach mal nach hier. Dem Planeten Jürgen oder so. Ich meinte Jürgenreich. So, wie viel müssen wir denn hier? Oh mein Gott, das ist aber viel. Okay, was ist hier? Ich weiß nicht, ob das unsere Beziehung weiter verschlechtert. 61 haben wir jetzt. Okay, hat funktioniert. Himmelsschwinkler. Oder Himmelspinkler? Ja, Himmelspinkler. Okay, wir pissen auf den Himmel. Ist das nicht toll? Kommt wieder die hammer-epische Musik. Immer wenn ich das mache, dann sage ich nichts, weil ich einfach nur diese Musik, die finde ich einfach so geil. Oh, schon vorbei. Gut, ja, dann denke ich mal, machen wir uns jetzt auf den Weg. Obwohl, ja, scheiße, wir wollten da ja eigentlich Blumen, sage ich schon, Pflanzen mitnehmen. Dessen gehen wir jetzt hier rein und nehmen hier Pflanzen mit. Und zwar eine große, eine mittlere und eine kleine. Hier direkt auf einem Haufen. Ja, dann hätten wir das auch schon geschafft. So. Und dann müssen wir nur zu Simos fliegen. Boah, wenn ich bedenke, was wir schon wie wir schon aufgestiegen sind, seit wir diese Zelle waren. Das finde ich, ist echt awesome. Ich schmeiß die einfach auf mit raus. So, dann können wir noch die hier. Und wir können noch hier. Und wir haben noch einen Pflanzenfresser. So, was? Schon wieder? Was war das? Zoologe 1. Was ist denn Zoologe 1? Kolonialist. Zoologe. Tourist. Zoologe da. Fülle 10 Ökosysteme. Schön. 3 haben wir jetzt bis jetzt gefüllt. Ja, nice. Und dann können wir auch noch eine dritte Kolonie machen. Ja, hier in der Nähe wäre doch gar nicht mal so schlecht.
So, dann. Können wir gerade sehen, wie episch sich unsere Stadt hier verändert. Ich habe eine Kolonie auf Simos errichtet und Simos hat ein Terrasdorf... Terra-Score von 3. Ist das nicht geil? So. Habt ihr hier etwas Schönes? Nein? Schade. Dann habt ihr eine Mission. Ah. Okay. Ist eine Liefermission, deswegen mache ich das. Bringt aber nur 20.000. Also wirklich nicht allzu viel. Mal eben sehen. Ja, die beiden. Wissen wir ja. So, der Planet heißt Häde. Ja, da waren wir schon einige Male. Tja, damit 200, das ist einfach hammer-episch. So. Was ist das bitte? Trophäe. Ah, schön. Wie schön, wie schön. Eine Trophäe. Eben gucken, wie lang ist es denn noch? Oh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und scrollen, und scrollen, und scrollen, und scrollen, und scrollen, und scrollen. Okay. Ach ja, das brauchen wir nicht mehr. So, dann sehen wir uns mal eben... Schalten wir mal aus und da gucken wir mal, wo wir schon überall waren und wo wir noch nicht waren. Da zum Beispiel waren wir noch nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Machen wir wieder die hier an. Nein, ich wollte dahin. Ja, hier, bitte. Da, danke. So. Okay, der Zusammenbruch des Ökosystems. Wir haben dafür nur 3,5 Minuten Zeit. Nee, das wollte ich hier. Diese Kreatur muss sterben. Da. Und da. Ja. Boah. Da muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Damit ich nicht die falschen treffe. Scheiße. So. Das haben wir aber geschafft jetzt. Klar, habe ich gerne gemacht. So, Mission. Okay. Erzähl mir von deiner Philosophie. Aha. Ja, ja, schön. Mhm. Toll. Faszinierend, dass du das mit mir geteilt hast. Wir gehen mal eben hier weg. Da wir ja jetzt diesen Kollaps des Ökosystems verhindert haben. Weil wir einfach so unwahrscheinlich gut sind. Und... Das Totokreis schon wieder. Ah, okay. Ihr wollt also, dass ich euch das abkaufe? Ja, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, mache ich das natürlich gerne. So, wir müssen ins Zentrum der Galaxie. Daher, um die Crocs ausfindig zu machen. Daher machen wir uns jetzt auf den Weg. Laden nochmal eben auf. Und dann sind wir komplett gerüstet für unseren Weg in Richtung Zentrum des Universums. Oh mein Gott. Ich bin gerade... Mein Herz geht gerade übelst ab. Puh. Ich will endlich wissen. Hoppla. Oh, ich
muss mal eben, sorry, aber ich muss das mal eben speichern, nicht dass nachher irgendwas abstürzt, nur weil wir so, weil er so viele neue Planeten generieren muss. Oh. Oh mein Gott, wir sind voll weit weg. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir da lang. Tja. Oh, da gibt's eine... ein Reich in der Stammesphase. Oh, was ist das? Sieht aus wie ein schwarzes Loch. Da gehen wir vielleicht am Rückweg mal lang. Vielleicht. Nein. Nein. Wir müssen also doch da oben. Nein. Sorry, da können wir jetzt leider nicht helfen. Wir müssen jetzt selber uns auf die Suche nach den Crocs machen. Was machst du da? Ach so. Oh mein Gott. Hammer. Mel 4. Schon wieder sowas. Boah, wie weit sollen wir denn noch uns von zu Hause entfernen? Hammer. Wie überzogen das ist. Wie weit das hier einfach nur geht. Ist echt übel. Aber wir nähern uns, wir nähern uns. Oh, was ist das denn hier? Können wir ja nicht hinfliegen oder so? Jetzt. Oh Gott. Okay. Meine Reichweite wurde verringert. Höhere... LOL. Was? Wie soll ich denn jetzt hier noch... Hier... Ich hab die Crocs gefunden. Hammer. Nee, wir wollen die nicht als Freunde. Okay. Faszinierend. Oh Gott. Hammer episch. Also das muss man sagen. Das ist echt übel. Was die hier abziehen. Ist echt Hammer. Uä. Ich glaube, ich bin mal ganz schnell wieder weg. Ja. Hammer, was die für ein Reich auch einfach nur haben. Das, aua, so riesig ist. Boah, das ist echt übertrieben. Die haben bis hier ihre Planeten von da hinten aus. Das ist echt übel. Aber man muss auch den Programmierern lassen, das, was die hier gezaubert haben, das ist echt, wow, das ist Wahnsinn. Unsere Energie neigt sich langsam dem Ende. Wo müssen wir denn hin? Oh, da. So, wir gehen oben lang. Scheiße. Was ist das denn für ein Reich? Das kenne ich ja gar nicht. Bingfisch vielleicht? Wir fragen mal nach. Rasen betreten verboten. Ja, da müssen wir... Ich komme in Frieden. Demetrius-Reich.
Es ist eine Ehre. Aha. Okay. Ich bin dabei. Ja, was haben wir denn da? Reisender 2. Kreaturenoptimator und Monolith. Wir haben mit 10 Reichen Kontakt aufgenommen. Das bringt uns 2 Plakettenpunkte. Toll. Wir misstrauen Fremden. Ja, toll. Sehr schön. Im Loro-System. Das ist da. Boah, Hammer, ey. Oh, da ist noch ein Reich. Gucken wir gleich auch mal vorbei. So, was sollen wir tun? Ach ja, eine Pflanze, genau. Grenitzpflanze. Scheint es ja hier relativ oft zu geben. Es scheint die kleine Pflanze zu sein. Ja, das war richtig. Boah, ich bin so stolz auf uns, dass wir das jetzt endlich geschafft haben, dem Groxreich vor die Fresse zu treten. So, noch einmal kurz hier mit denen Kontakt aufnehmen. Eigentümliche DNA-Struktur, kannst du sprechen? Ja, ich komme in Frieden. Hallo. Alles klar, können wir denn mit dir handeln? Ja, aber für einen Preis. Oh, die habt ihr aber ganz schön billig. Das ist aber wirklich nice, da lohnt es sich tatsächlich nochmal herzukommen. Ja, ihr seht wirklich sehr, sehr schön aus. Punkt, Punkt, Punkt. Ja gut, bringen wir noch gerade, geben wir noch gerade die Mission ab. Hier, oder? Ich glaube ja. Auf an, genau. Das ist richtig. Dann bekommen wir jetzt ein bisschen was für 15.000. Können wir denn mit euch handeln für einen guten Preis? Ja. Es geht. Wir lassen es erstmal. Dann machen wir uns nämlich auf den Weg zurück nach Hause. Also, wir haben einiges geschafft. Und das ist gut. Und langsam, demnächst, werden wir an Lebensenergie verlieren. Und nicht an... normaler Energie. Weil unsere Energie einfach leer ist. Leute, ich hoffe, ich fliege jetzt nicht übelst falsch. Das wäre tatsächlich relativ bitter. Ich weiß auch nicht, ob wir hier schon mal waren. Ja, jetzt nimmt unsere Lebensenergie ab. Ist hier irgendein Planet, den wir kennen? Irgendwo. Da waren wir schon mal. Oder? Stimmt, eben sind wir hier rüber geflogen, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe Angst. Hoffentlich kommen wir an. Oh Mann. Wir sind am... Alter. Scheiße, sind wir falsch. Fuck, ich hoffe, wir schaffen das. Und das Problem ist, das ist aber übel langsam jetzt. Okay, ich denke, an dieser Stelle beenden wir mal den Part. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ist ein wenig länger geworden. Egal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.